Hi, ich bin Trigi. Manche kennen mich vielleicht aus der deutschen Satisfactory Community, wo ich seit einiger Zeit als offizieller Content Creator Partner auf Twitch und YouTube aktiv bin. Ich habe mit diesem Video die große Ehre und das Vergnügen, das Q&A-Video von Jace, dem Community Manager von Coffee Stain Studios, zum nächsten großen Update Nummer 4 von Satisfactory ins Deutsche zu übersetzen. Einen Link zum Originalvideo findet ihr entweder hier oben in der Infokarte oder unter dem Video in der Videobeschreibung. Na dann, los geht's! Wie wahrscheinlich ist es, dass Speicherstände nach Update 4 nicht mehr funktionieren? Vor ein paar Wochen erwähnte Jace, dass die Forschungsstufe 8 in Update 4 kommen und in gewisser Weise die Speicherstände kaputt machen wird. Die Speicherstände werden zwar laden, aber eure Fabrik wird nicht mehr so funktionieren wie zuvor, sodass ihr sie reparieren müsst. Das war nicht zwangsläufig beabsichtigt, aber durch die Entwicklung des Spiels und resultierend aus dem Feedback, was die Entwickler von der Community erhalten haben, hat sich die Betrachtungsweise auf Stufe 8 immer wieder ein kleines bisschen geändert, was dann letzten Endes relativ drastische Veränderungen in der Spieleentwicklung nach sich gezogen hat. Der Fokus nach Update 4 ist, so etwas in Zukunft zu vermeiden, und man möchte nach dem 1.0 Release keine weiteren wesentlichen Balance-Änderungen mehr vornehmen. Das sieht zumindest der aktuelle Plan vor. Realistischer ist es aber, dass bei der Betrachtung der Spieleentwicklung und der Rückmeldung der Spieler Entscheidungen getroffen werden, die das Spiel in Zukunft positiv beeinflussen sollen, aber auch stärkere Veränderungen nach sich ziehen. Das wird wieder dafür sorgen, dass in Zukunft auch Speicherstände betroffen sein können und wahrscheinlich werden, aber es ist halt von Grund auf nicht beabsichtigt. Stimmen die Tiers 8 bis 10 ansatzweise mit den Inhalten auf dem Satisfactory Wiki überein? Es gibt ein internationales, von der Community betriebenes Wiki zu Satisfactory. Fakt ist, dass es aktuell in der Stufe 8 Rubrik nur ein einziges korrekt gelistetes Item gibt. Die anderen vermuteten Inhalte sind zum größten Teil durch das Auslesen von Spieldateien aus älteren Versionen zustande gekommen. Somit sind bis auf das eine Item aus der Stufe 8 alle anderen Auflistungen falsch, erfunden oder nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Spielversion. Werden Fixmiss und saisonale Events allgemein zur Regelmäßigkeit? Das hängt davon ab, ob zum Zeitpunkt, an dem sich ein solches Event anbietet, das überhaupt mit dem aktuellen Stand der Entwicklung in Einklang zu bringen ist und ob durch die aktuelle Entwicklungsphase für die Entwickler überhaupt Zeit dafür ist, so etwas zu programmieren. Die Entwickler haben aber gesagt, dass es ihnen großen Spaß macht, so etwas vorzubereiten. Es muss aber wirklich tatsächlich die Zeit dafür da sein. Werden wir in naher Zukunft Schilder bekommen? In naher Zukunft? Nein. In Zukunft? Ja. Wird es weitere Fundamentformen geben und ist die Rotation von Fundamenten um andere Achsen geplant? Ganz vage gesagt sind die Fundamente im Spiel noch längst nicht final und es ist geplant, dem Spieler noch deutlich mehr Bauoptionen in Zukunft zu geben. Nach dem jetzigen Stand kann man dazu aber noch keine adäquate Aussage geben, wann und wie das aussehen wird. Werden Züge Updates wie Signale oder Kollisionen erhalten? Züge werden auf jeden Fall noch Veränderungen erfahren. Die Entwickler wollen sowohl Signale als auch Kollisionen ins Spiel mit einbringen. Es soll, wenn dann aber beides oder generell alles als großes neues Zug-Update ins Spiel implementiert werden und nicht erst nach und nach. Werden wir unsere Fixmiss-Dinge behalten, nachdem das Event endet? Die existierenden Gebäude bleiben bestehen, Rezepte und die Möglichkeit, das Ganze nochmal zu bauen, werden nicht mehr gegeben sein. Wenn ihr aber im Hauptmenü in den Einstellungen aktuell schon das Event deaktiviert, dann bekommt ihr eine grobe Vorstellung davon, wie es dann nach dieser Zeit sein wird. Wie zufrieden seid ihr auf einer Skala von 0 bis 100 mit dem Code, den ihr für Satisfactory geschrieben habt? Ich bin bei meinem Code nämlich teilweise sehr perfektionistisch und vernachlässige diesen dann an der einen oder anderen Stelle zu stark. Was du hier beschreibst, ist ein typisches Problem in der Spieleentwicklung und bei anderen kreativen Prozessen. Wenn es um ein wirtschaftliches Ergebnis wie ein Videospiel geht, muss man einfach einen Mittelweg zwischen gut genug und perfekt finden, da letzten Endes Perfektion manchmal nie oder nur sehr, sehr schwer zu erreichen ist. Diese Frage wurde auch an die Programmierer von Satisfactory gestellt und da zeigt sich eher ein gemischtes Bild. Manche waren zufrieden, andere wiederum haben sehr selbstkritisch ihren eigenen Code betrachtet und darauf zurückgeblickt. Wie wollt ihr in Zukunft mit Optimierungen umgehen? Wollt ihr nur große Patches oder zwischendrin immer mal wieder kleine Patches veröffentlichen? Wie bisher auch wird es sowohl große Patches als auch kleine Bugfixes geben. Der aktuelle Weg wird also beibehalten. Seid ihr besorgt darum, dass das Spiel Spieler langweilt und wie wollt ihr gegen das Problem angehen? Die Entwickler sind sich dieses Problems durchaus bewusst und haben deshalb auch schon in der Vergangenheit Spielmechaniken und Orte angepasst und verändert, was sie auch in Zukunft noch weitermachen wollen und werden. Allzu große Sorgen machen sie sich darüber jedoch nicht, besonders da mit Update 4 wieder ganz neuer Schwung ins Spiel kommen soll. Können wir demnächst Fahrzeuge lackieren? Ja. Aber eigentliche Frage ist doch eher, ob wir Lizard Doggos einfärben können. Warum stellt die eigentlich niemand? Woher kommt die Idee für Satisfactory? Viele würden jetzt bestimmt sagen Factorio, jedoch steckt doch bestimmt mehr dahinter als nur ein 3D-Factorio.
Nein, tatsächlich haben sich Coffee Stain Studios am meisten von Factorio inspirieren lassen und das Spiel sogar lange Zeit intern 3D Factorio selber genannt. Jedoch soll Satisfactory kein Klon, sondern ein komplett eigenständiges Spiel sein, das sich sowohl Inspiration woanders geholt hat, als auch noch komplett neue Ideen mit einbringt. Viele von uns würden sich wünschen, Türen, Fenster und andere Bauelemente einfach austauschen zu können, anstatt sie löschen zu müssen. Plant ihr etwas dazu? Ja, darüber wurde sich bereits Gedanken gemacht und vielleicht kommt da etwas in Zukunft. Gibt es einen Plan, in Zukunft Atommüll anderweitig nutzen zu können, anstatt nur Lizard-Doggos damit zu quälen? Jace sagt, dazu sollt ihr bitte Tim Buddylack aus dem Entwicklerteam persönlich fragen. Am besten per DM auf Twitter an @timbuddylack. Er hat allerdings schon in einem Entwicklerstream angeteasert, dass es in Zukunft irgendeine Art der Verwendung für den Atommüll geben soll. Was genau und wie das dann aussieht, wissen wir aber noch nicht. Werden wir in Zukunft neue Fahrzeuge sehen, wie beispielsweise Flugzeuge oder Wasserfahrzeuge? Zurzeit ist so etwas nicht geplant, allerdings denken die Entwickler darüber nach, Upgrades für bestehende Fahrzeuge zu implementieren, wie zum Beispiel Anhänger, um Biomasse zu ernten. Wie sieht es eigentlich mit Bossgegnern aus? Und wäre nicht ein Kampfanzug interessant? Bei irgendeiner Art von Kampfanzug oder Mech sind Coffee Stain noch unentschlossen, aber was Bossgegner angeht, erinnert ihr euch doch bestimmt noch an die Riesenkrabbe aus den ersten Trailern und Teasern, die dort zu sehen war. Wird das Kampfsystem erweitert? Ja, es wird auf jeden Fall neue Ausrüstung und Gegner geben. Ist Jace eine Frau in einem Männerkörper? Das ist ja wohl offensichtlich. Gibt es einen Grund, dass wir keine Schwefelsäure verpacken können? Nein, gab es nicht. Ab Update 4 wird es aber möglich sein. Wird es Lampen geben? Ja und nochmals ja. Bitte hört auf, das zu fragen. Warum zeigen die Computer im Hub nichts an? Besonders die Energieversorgung wäre doch interessant. Ganz einfach, weil es nicht programmiert ist. Jedoch wird ein Energiemanagementsystem in Zukunft vielleicht eingebaut werden. Wenn, dann aber ausführlich und möglichst gut umgesetzt. Wird Landwirtschaft im Spiel realisiert? So etwas wie Farming wird es wahrscheinlich in Zukunft irgendwann geben, sofern sich die Entwickler da nicht noch umentscheiden. Zum aktuellen Stand ist es etwas, worüber sie immer mal wieder nachdenken und es für gut halten. Wenn es umgesetzt wird, dann aber höchstwahrscheinlich nicht bevor die 1.0 veröffentlicht ist, weil sie glauben, dass es bis zu diesem Zeitpunkt keine Notwendigkeit dafür gibt. Wird es eine Third-Person-Ansicht geben? Eine Third-Person-Ansicht wäre schon interessant für die Entwickler, jedoch ist es sehr schwer umzusetzen und der Sinn im Spiel aktuell dafür noch nicht so richtig gegeben, deswegen wurde das einfach noch nicht angegangen. Sind Charakteranpassungen geplant? Ja, so etwas wollen Coffee Stain schon früher oder später ins Spiel bringen. Seid einfach darauf gespannt. Wie sieht es mit Namen im Fotomodus aus? Ja, das möchten sie auch, jedoch hat es erstmal wenig Priorität, da erstmal generell der Fotomodus verbessert werden soll. Habt ihr irgendwelche Ideen wie Baudrohnen, um auch von weiter weg schnell bauen zu können? Die Entwickler sind sich der Thematik bewusst und wollen auch eine Lösung dafür finden. Wie das allerdings aussehen soll, davon ist noch nicht bekannt. Vermisst Jace Australien? Falls ihr es noch nicht wusstet, Jace ist Australier. Jedoch ist er in Schweden, wo sich Coffee Stain Studios befindet, sehr zufrieden, also nein, im Prinzip vermisst er Australien nicht besonders. Wird es neue Biome geben? Nun, das können wir am besten Hannah selber fragen. Also, Hannah, wird es neue Biome geben? Was hältst du vom Homeoffice und willst du wieder zurück ins Büro? Da Jace generell ein Mensch ist, der sehr gerne Zeit alleine verbringt, hat er damit kein Problem und findet es die meiste Zeit sogar sehr gut. Aber jeder ist dahingehend natürlich anders und sicherlich macht diese Situation auch vielen Menschen Probleme. Wird SAM-Erz irgendwann einen Nutzen haben? Jaha. Konntet ihr durch Mods inspiriert werden, sodass ihr Features übernehmen wollt? Größtenteils hatten die Entwickler viele Ideen schon, bevor sie irgendwann als Mod erschienen sind. Allerdings gab es auch ein paar interessante Neuheiten. Gibt es Neuigkeiten zu den dedizierten Servern? Nicht wirklich, da viele der Probleme in erster Linie für die Clients auftreten, wodurch dedizierte Server diese Bugs nur noch schlimmer machen würden, da es keine Hosts mehr als Player gäbe. Es muss also zuerst der Multiplayer nochmal stark überarbeitet werden, bevor dedizierte Server überhaupt freigeschaltet werden können. Daran wird aber stetig gearbeitet. Werden wir in Zukunft, ähnlich wie in Factorio mit Blueprints, in der Lage sein, die Fabrik zu kopieren? Bisher war die Antwort dafür immer nein, jedoch denkt Mark beispielsweise darüber nach. Wenn jedoch eine Möglichkeit dafür erscheinen wird, wird es nicht so einfach sein wie in Factorio, sondern es wird beispielsweise Maschinen dafür geben. Fokussiert ihr euch nun mehr in Richtung 1.0, möglicherweise durch finanzielle Situationen? Ja, es wird sich immer weiter auf die 1.0 fokussiert, jedoch kommen da vorher noch die Updates 4 und 5 und man wird natürlich nicht auf Teufel komm raus schnell alles fertig machen. Zu 1.0 soll ein vollwertiges Spiel abgeliefert werden. Außerdem wird die Version 1.0 ja nicht heißen, dass danach keine Updates mehr gemacht werden können oder das Spiel angepasst werden kann. Außerdem verkauft sich das Spiel relativ gut, wodurch die Entwickler nicht allzu stark unter Zeitdruck sind. Ja, Freunde, das war's. Die deutsche Übersetzung des letzten Q&A-Videos von Coffee Stain Studios aus dem Jahre 2020. Ich hoffe, damit ist euch ein bisschen geholfen, weiterhin up-to-date zu bleiben. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich euch damit ein bisschen hochwertigen Content liefern konnte.
lasst es mich doch wissen, am besten unten in den Kommentaren unter diesem Video. Ich bedanke mich zum einen dafür, dass ihr dieses Video angeklickt habt und zum anderen bei der Leitung der deutschen Satisfactory Community, die mir hiermit die Chance gibt, vor euch etwas mehr Content zu kreieren. Ich kann jedem aktiven Spieler und Interessierten nur empfehlen, sich die deutsche Satisfactory Community einmal anzuschauen. Ihr findet sie in den sozialen Medien wie Twitter und Instagram, als auch auf einem Discord-Server und einer eigenen Homepage mit Forum. Es ist im Prinzip der perfekte Ort für euch, um euch über das Spiel auszutauschen, neue Spieler kennenzulernen und Fragen beantwortet zu bekommen oder sogar anderen Spielern zu helfen, wenn ihr schon ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habt. Und wenn ihr mehr über mich erfahren möchtet, mehr Content von mir sehen möchtet, dann findet ihr hoffentlich die Links zu meinem Twitch-Kanal und zu meinem YouTube-Account auch unten in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Anklicken und viel Spaß beim Spielen noch. Bis zum nächsten Mal.